Er stürzt sich Hals über Kopf in einen spektakulären Weltrekordversuch. Plötzlich passiert es, der Tessiner Kevin Delgo verliert das Gleichgewicht und schlägt den Kopf an. Passiert ist zum Glück nichts Schlimmeres. Nach ein paar Minuten hat er sich vom Schock erholt. Das ist ein neuer Guinness-Weltrekord. 80 Treppenstufen in 33 Sekunden. Grossartig. Trotz Bühlen am Kopf ein neuer Weltrekord. Der Kevin Delgo macht seit Jahren mit verschiedenen Handständen Weltrekordversuche auf sich aufmerksam. Diesmal bricht er den Rekord zu Quinto. Für den 24-jährigen Tessiner hat sich der Einsatz gelohnt. Er setzt mit 80 Stufen in 33,3 Sekunden eine neue Bestmarke.